Ja, herzlich willkommen hier zu diesem, ja, mal wieder einem kleinen, mehr oder weniger Infovideo. Ja, ich möchte einfach noch mal ein paar Worte sagen. Ich hoffe, dass die Qualität jetzt nicht darunter leidet, denn ich mache hier gerade ziemlich viele Sachen gleichzeitig. Ja, es wird gerade eine neue Folge hochgeladen, auf meinem Kanal. Es wird, ja, es rennen dann gerade drei Videos, also werden konvertiert, zusammengeschnitten, zusammengefügt und dann noch in ein anderes Format und dann kleiner konvertiert und dann noch in Full HD. Ja, das macht natürlich meinen PC etwas zu schaffen. Ich hoffe dennoch, dass man mich hier gut versteht. Ja, was wollte ich in dem Video hier kurz sagen? Ich wollte sagen, der ein oder andere wird es gemerkt haben, gut, jetzt bis auf den Fehler, der mir jetzt vor ein paar Tagen passiert ist. Mittlerweile bin ich jetzt doch etwas wieder aktiver hier auf YouTube. Ja, und ich werde das auf jeden Fall jetzt auch wieder aktiver machen. Denn ich merke einfach langsam, hey, du bist gar nicht mehr so klein, wie du damals warst. Ja, damals, wie gesagt, natürlich noch mit ziemlich wenig Abonnenten gestartet. Man hat praktisch Videos veröffentlicht, aber die wurden von wirklich eigentlich gar keinem gesehen. Vielleicht zwei, drei Aufrufe mal. Gut, ich bin jetzt auch kein YouTuber, der jetzt was weiß ich, wie viele tausend Aufrufe hat, aber ich merke langsam, langsam aber sicher, habe ich meine kleinen Fans, sage ich mal. Ich habe mittlerweile 59 Abonnenten. Ja, bald habe ich die 60 geknackt. Bis vor wenigen Stunden waren es noch 58, jetzt sind es wieder schon 59. Man merkt, ich werde langsam größer und das freut mich wirklich sehr, denn so macht oder so ist YouTube für mich was ganz anderes geworden. Denn YouTube macht auf einmal eine Menge, Menge Spaß, wenn man weiß, hey, es gibt Leute, die gucken deine Videos und die geben dir Feedback, die, ja, die schauen einfach deine Videos, du unterhältst sie damit und das macht einen wirklich sehr, sehr glücklich. Gerade als kleinen YouTuber ist das noch wichtiger und das zeigt dann auch so ein bisschen Anerkennung, wenn man sieht, hey, die da draußen, die mögen deine Videos und die wollen, dass du damit weitermachst. Und ja, deswegen ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt wieder vermehrt Videos machen werde. Deswegen möchte ich allen Abonnenten danken, die mich auch vor allem wirklich intensiv verfolgen. Gerade in den letzten Tagen habe ich viele aktive Abonnenten gewonnen. Da möchte ich auch einmal einen lieben Abonnenten grüßen. Ich hoffe, ich spreche dich richtig aus und habe noch den Namen richtig in Erinnerung. Patlefro oder so ähnlich oder Patlefro. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall, ich denke, derjenige wird sich dann angesprochen fühlen. Ich danke dir auf jeden Fall, denn du bist momentan der so der aktivste Abonnent und ja, das macht auf jeden Fall viel, viel Spaß für dich und für andere Videos zu machen. Und das Feedback, was du speziell mir gibst, ist wirklich grandios und ja, das kann man dann nutzen, um seine Videos zukünftig noch zu verbessern. Ja, was wollte ich noch großartig sagen? Ach ja, ich hatte ja angekündigt, gut wegen dem Fehler. Das hat jetzt natürlich erledigt erstmal. In den nächsten Tagen habe ich leider noch ein wenig Schulstress. Nichtsdestotrotz habe ich heute noch ein, zwei Videos gedreht. Und werde die dann auch in Kürze hochladen, beziehungsweise hier der zweite Teil von Let's Play Lego Jurassic World ist vor, ja, 2 Stunden veröffentlicht worden von mir. Hat auch schon 6 Aufrufe, das freut mich. Ja, also von dem Sinne werde ich trotzdem heute noch, also wird es noch heute Morgen noch ein paar Videos geben. Die nächsten Tage werden dann trotzdem noch mal ein bisschen stressiger, das heißt, hier wird es ein bisschen ruhiger auf meinem Kanal voraussichtlich werden. Wahrscheinlich so bis Mittwoch, Dienstag, Abend, irgendwie Dienstagabend, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie so. Werden dann wieder neue Videos kommen. Und da ich dann erstmal wahrscheinlich alle Klausuren erstmal hinter mir habe, wird es dann vielleicht auch mal eine oder andere Folge mehr geben am Tag. Ja, dann mal schauen, wie ich es schaffe. Wollte ich den Videoplan auf meiner YouTube-Homepage, wurde ja schon teilweise verlinkt. Mal umsetzen, da wollte ich mir ein paar Gedanken machen, was du jetzt wirklich für Projekte in Zukunft machen möchtest und wann die so etwa erscheinen sollen, wie oft.